Wie alt bist du? 9,5. Immer das ist der Mini. 69 oder was? Was? Ob ich den Mini rüberzahle? Ja, ich stehe. Niemals. Jetzt schon. Weil ich jetzt so was Schönes gefunden habe, wo man sagen kann, juhu. Hobbit ist gerade 70 Jahre alt geworden, das wollte ich euch noch mal sagen. Und der hinter der Kamera ist das. Was haben wir denn hier? Ochsen ist hier im Bau. Hier ist wahrscheinlich ein Bauernhof oder so, hm? Ja. Ein Ochse. Wow, Hobbit, du hast ja dein Stöckchen weggeschmissen. Was ist passiert? Ich muss telefonieren. Der war zu schwer für sich. Ah, okay. Stimmt gar nicht. Du wolltest ihn ja nicht haben. Ich brauch das nicht. Ja, jetzt. Wo ist er? Da ist er. Schwupp, ein Ochse. Schönes Tier. Ist echt ein schönes Tier, ne? Mhm. So was Schönes muss man sich zwischendurch auch mal einfach mal für Zeit nehmen. Ja, ich bin sehr auf Tiere bezogen. Ist einfach so, ich mag Tiere. So, Leute, und wo gehen wir jetzt hin? Ja, jetzt gehen wir. Hier ist ja auch ein Restaurant. Ja, hier kann man sehr gute Feste feiern. Das heißt, die Hochzeiten, große Feste, die haben hier sehr große Räume, sind sehr freundlich. Ja. Also man kann es bestens empfehlen. Essen ist sehr gut. Haben einen gemütlichen Flair haben sie hier. Personal ist sehr nett. Doch. Dann kann man besser empfehlen. Vorne ist ja noch ein kleines Restaurant, da kann man Mittagessen oder auch Kaffee trinken. Aha. Einen leckeren Kuchen essen und ein bisschen was essen. Ja, hört sich doch alles gut an. Also wieder ideal für einen Tagesausflug, ne? So. Hier wird bald ein Hotel. Da könnte dann... Hotel nochmal vergrößert. Was ja auch wieder super ist. Ja, ist ein schöner Ausflugsort, hier kann man auch mal einen Urlaub machen. Genau. Ausflugsgarten hier in Mühlen. Auf jeden Fall. Ja. Also man ist auch, wenn man sagen kann, in 20 Minuten ist man in der Kölner Innenstadt von hier. Ja. Oder in Bergisch Gladbach ein paar Minuten. Genau. Ja, ihr seid im Wildpark, ihr seid am Schwimmbad, ihr seid am Campingplatz, ihr seid im offenen Spielplatz. Also ihr habt hier wirklich einiges an Ausgangspunkte. Vor allem für alle, die die Natur lieben, würde ich sagen. Ja. Ja, die mal von weg vom Alltagsstress wollen. Ja. Für die ist das hier in ideale Stimmung. Ne? Oder was sagst du, Hobbit? Ja, ist einfach super hier. Sehr schön. Ich mache das direkt in der Nähe, sag ich mal. Ja. Hey, guck mal. Eine Wassermühle. Aber die läuft leider nicht mehr. Aber okay. Und guck mal, was da hinten ist. Da ist ja auch irgendwas. Ja, hier gibt es Fischteich. Hier gibt es auch frische Forellen. Hm. Könnt ihr auch selber fangen. Guck mal hier. Ich mache das jetzt mal für unsere Angler. Das sind die Öffnungszeiten. Hier ist die Telefonnummer. Also wer Interesse hat, kannst du auch im Internet melden oder halt anrufen. Forellen und Lachsforellen. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir auch Angler unter uns. Wir wissen es ja nicht. Wir dürfen nicht rein, aber mal gucken. Also wir haben ja vielleicht... Das schauen wir uns doch mal von nah an, ne? Wow. Und gleich der Angelteich. Genau. Zwei Stück sogar, wie ihr seht. Also hier könnt ihr richtig schön angeln. Einfach mal herkommen, am Wochenende oder so. Der hat verschiedene Teiche hier. Da zum Beispiel drei,
und 3, 1 und dann 4 nochmal. Was ist das? Ja, dann bezahlt er den Beitrag und kann dann Fische fangen. Warte mal, gucken wir uns doch mal an, was du da jetzt. Hier sind die Öffnungszeiten. Ja. Gut. So. Noch gar nicht stören. Seht ihr? Aber wenn ihr mehr wissen wollt, würde ich einfach sagen, hier hinkommen. Hier hinkommen, anrufen, über Internet melden. Die Nummer und so habt ihr ja jetzt. Landgut, die Reitanlage Dickelsbad. Ja. Also ihr könnt ja auch Pferde mieten, so viel ich weiß, zum Reiten. Ja, da könnt ihr aber auch wieder anrufen. Hier ist die Nummer, hier ist die Adresse. Wer für unsere Pferdefreunde ist, hier natürlich auch was dabei. Dann gucken wir uns das doch einfach mal an, oder? Wo ist Hobbit schon wieder? Mensch, Hobbit, ich bin nicht nur am Suchen, weil du so klein bist. Ich such dich schon die ganze Zeit. Kannst du mal so einen Blinker oder so einen Piefer oder sowas einschalten? Ich habe mich einfach nur hinter dir versteckt. Deswegen. Kannst du nicht irgendwie so einen Blinker haben, so einen Piezer oder so? Niemals. Dann hört man dich wenigstens. Ja, ja. Ist doch gut so, dass ihr nicht mich hört oder seht zwischendurch. Da, da. Du hast gerade ein Pferd gesehen. Hast du ein Pferd gesehen? Ja. Ach, guck mal. Ja, das sieht man jetzt schlecht. Das sind die Kamera, nicht wahr? Aber guck mal, hier ist ja auch irgendwas. Biotop. Ein Biotop, genau. Schauen wir uns doch erstmal das Biotop hier an. Sehr interessant. Okay. Ich liebe Reisen, aber ich glaube, irgendwann... So. Seht ihr, da könnt ihr halt wirklich reiten. Ja. Da könnt ihr wirklich gut reiten, einfach für eure Reitpferde hier. Man weiß es ja nicht. Für Reitfans, ne? Ja. Pferdefans. So. Einfach anrufen, herkommen und Spaß haben und reiten lernen, oder? Man sieht schon wieder über Reitgelände, wenn man wieder schön spazieren gehen kann. Natürlich. Vielleicht könnt ihr auch, wenn ihr reiten könnt, auch im Reitgelände reiten, das wissen wir nicht. Dann müsst ihr das selber erkundigen. Ja. Wir kennen die Vorlagen nicht. Und schon wieder befinden wir uns in einem Wald. Ist schön, oder? Herrlich. Was sollen wir euch eigentlich mal zeigen in Köln? Weil wir sind ja in Köln unterwegs, das habt ihr ja schon mitbekommen. Wollt ihr mal irgendwas Interessantes von Köln sehen? Irgendwas, was euch interessiert? Schreibt es in den Comments. Wäre super. Weil schließlich machen wir es ja alles für euch. Hier ist auch die Riesenkoppel, wo jetzt leider kein Pferd ist. Und wenn es Sommer wird, könnt ihr Eis kaufen. Getränke hat sie, glaube ich, auch. Ja, Getränke und noch so Kleinigkeiten. Ja, könnt ihr so kleine Snacks kaufen für die Kinder und für euch. Und das ist knapp gegenüber ja, vom Spielplatz. Genau. Und hier nochmal sieht man das Restaurant, genau. Café, Liebesfahrt, wo man sehr gut essen kann und auch sehr nettes Personal ist. Auch hundefreundlich. Ja, Hunde- und Kinderfreundlich auf jeden Fall. Seht ihr? Und wenn was Kleines sein soll, dann habt ihr noch hier die Möglichkeit. Du fährst uns denn jetzt hin? Ich fahre euch jetzt zu der Gänsewiese. Gänsewiese? Ja. Wo ist die denn? Ja, da wird ihr den sehen. Könnt ihr mal ein Stückchen mitfahren, wenn ihr wollt. Klar, die sind neugierig, die kommen jetzt einfach mal mit. Und ich sag jetzt einfach mal, gleich. 154er fährt auf den Dünnwald-Wildpark. Wenn die hier aussteigt, wie heißt der? Kalkerweg? Nee, Kalkweg. Dann seht ihr auch hier direkt das Schild. Dünnwald-Wildpark. Also ganz einfach. Ihr fahrt einfach mit 154er bis Kalkweg. Kalkweg. Kalkweg.
Genau. Kein Problem. Richtig. Genau. Gellian Eier, du. So. Und dann nur den Schild beugen und dann seid ihr quasi schon da. Ganz einfach. Könnt ihr euch auch nicht verlaufen. Das haben wir euch gestern wirklich vergessen. Nee, vorenthalten. Vorenthalten. Für heute. Weißt du, was da steht? Meilerfest von 2014. Mhm. Und auch hier hat man sich wieder richtig schön Mühe. Köhler. Ja, stimmt. Stimmt, hier ist ja einmal ein Jahrköhlerfest. Genau. Ja. Guck mal, hier ist auch die Köhlerhütte. Ja, da steht normalerweise auf die Gänsewiese. Genau. Richtig. Dann kommt doch einfach mal mit. Hier ist eigentlich auch ein schöner Weg, ne? Ja. 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 Weg von der Stadt. Einfach mal ein bisschen schlendern. Oder, Habit? Ja. Ich glaube, du joggst hier auch gern zwischendurch, ne? Ja, weil hier eigentlich ganz selten. Hier nicht? Nee, ganz selten. Guck mal, hier habt ihr was für eure Fahrräder. Springräder, ne? Genau. Was, was sagst du? Außenreifen. Ja. Richtig. Ja. Wird hier verdammt gerne gemacht. Wie ihr hier seht, könnt ihr das auch richtig gut machen. Vor allem die Kids machen das hier gerne, ne? Ja. Siehst du, wieder ein kostenloser Spielplatz für die Kinder. Da kannst du gut klettern. Da auch. Man muss sich einfach was einfallen lassen. Gibt ja auch viele Möglichkeiten. Hier ist die Köhlerhütte und hier findet auch immer einmal im Jahr das Köhlerfest statt auf der Gänsewiese, bezweckt / Hundetrainingplatz. Der Köhlerhütte. Oh, die Gänsebank. Stark. Ja. Das wusste, die kenne ich noch gar nicht. Ich bin immer für die Störche drauf. Oh, super lieb gemacht. Und da ist halt auch so eine Bank. Mhm. Also, du wolltest hier was zu dieser Wiese sagen? Ja, hier ist die Gänsewiese hier oben. Das ja. Heißt auch, wir können auch die Hunde frei rumlaufen. Man kann auch Hunde gut hier trainieren, weil die sehr gute Ausgangsmöglichkeiten haben. Können wir schon mit. Hier finden auch manchmal Hundetreffen statt, habe ich mir sagen lassen. Wahrscheinlich. Ich müsste nur aufpassen bei der Rasen, der ist sehr, sehr hubbelig. Klar, Hunde, Tiere, Wildschweine, alles buddelt hier rum. Boah. Nicht mit der Kamera fallen, nein. Ich glaube ja nicht, dass ihr mich auffangt. Da sind viele Löcher in der Luft. Ja, also hier sind ganz, ganz viele Löcher. Die könnt ihr euch ganz gut mit. Ja, aber es ist kein Problem, denn Hobbit zeigt es gerade, hier gibt es auch einen Weg. Also wir hätten ja auch locker den Weg lang gehen können. Für die Älteren, damit die nicht fallen. Ja, oder man sich da den Dreck
Komfortfähigkeit. Genau. Für die gibt es natürlich einen Weg, ne? Wie für unser kleines hier. Da drüben ist auch wieder ein See. Ja. Also für die stört das ja hier einen Rad. Ich würde echt? Ja, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Lass mir da doch mal richtig das heißt, hingehen. Wir sollen keine Hunde reingehen, bis wir keine Hunde baden. Okay. Und da tollen sie auch wieder. Willst du mit tollen? Immer. Immer. Ich tolle gerne mit Hunde. So, dann gehen wir doch einfach mal zu den. Gehen wir doch jetzt einfach mal hier hin. Auch hier könnt ihr euch dann natürlich im Sommer wieder auf den Steg setzen. Okay. Ne, auch hier könnt ihr euch wieder hinsetzen. Oder hier. Also Sitzmöglichkeiten haben, hat man hier eigentlich viel, oder? Wally. Sitzmöglichkeiten hat man hier eigentlich. Sitzmöglichkeiten hat man hier auf jeden Fall sehr viel. Auch hier, also hier zu picknicken würde ich euch nicht raten. Weil hier halt die ganzen Hunde rumrennen. Und dann kann das sein, dass nachher etwas weg ist. Ich finde auch passieren. Ja, ja, also hier sind schon viel, sehr viele. Hier so Würstchen, die wir gegrillt haben, auf einem ganz kleinen Grill. Und naja, kam Hund und weg war sie. Ja, die Leute meckern dann immer, aber ganz ehrlich, wer grillt denn auch auf einer Trainerwiese? Ne? Richtig, das ist der selber auch schuld. Der muss damit rechnen, der nimmt halt das Doppelte mit. Richtig. 10 für die Hunde und 1 fürs Herrchen. So ungefähr. Dann kommt er auch gut klar. Aber wir zeigen euch ja noch mehr, ne? Da oben habt ihr auch wieder so einen Hügel, wo ihr mit euren Kindern auch wieder Schlitten fahren könnt, rodeln könnt. Aussichtsturm ist der auch. Der ist aber neu. Ist der neu? Ja. Ein neuer Aussichtsturm. Werden wir aber jetzt nicht drauf gehen. Nee, wir wissen nicht, wie sicher die sind. Eben, also hier bin ich mir. Nee, lass mir das. Okay, ich sag einfach mal bis gleich. Warum heißt das eigentlich Gänsewiese? Weil hier wirklich im Frühjahr sehr, sehr viele Gänse rumlaufen. Aha. Die fliegen wirklich diese Wiese an. Keine Ahnung warum. Mhm. Wildgänse, oder? Ja, Wildgänse. Wahrscheinlich dann doch eigentlich die Ruhe haben. Ne? Ich vermute das vielleicht deshalb oder auch wegen Futter. Keine Ahnung. Also, die fliegen unheimlich viele an. Mhm. Das weiß keiner so genau. Nee, ne? Das ist einfach so. Das kann sich einfach so ergeben von der Natur aus. Ja. 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 Ja, und was man hier auch sehen kann abends, wenn ihr ganz leise seid, und ihr geht hier wirklich mal rund, dann seht ihr auch hier Rehe. Ja, stimmt. Die hier rumlaufen. Ja, also das ist meistens so, also nicht schon sehr oft passiert zu so Abend, so nach 20, 21 Uhr, wenn man noch hier im Wald war, 22 Uhr, dann immer so 2, 3 oder 4 Rehe, die hier rumlaufen. Ja, da müsste aber echt ganz leise sein. So Leute, hier befinden wir uns im Eulenwald. Ja. Ups, noch eine Fellnase. Hallo, du? Ja, hallo. Ja, warum Eulenwald? Hier sind ja auch Kreuzchen im Wald. Wenn hier abends mal ganz spät hier durchgeht, dann werdet ihr die auch hören. Zwar nicht sehen, aber meistens hören. Vielleicht sieht man auch mal ein, das Kreuzchen, das wissen wir nicht. So. Na, Hobbit, hast du jemanden zum Spielen gefunden? Ja, ja, das ist total Hobbit geht fremd. Total süß. Ja. Zeig mal, die Zelda. Echt, ey. Die knurrt dich dann an. Ja, Zelda ist das. Also, wie ihr seht, hier ist eine Insel. Da seht ihr das sogar noch besser. Und da könnt ihr auch runtergehen, ja. Wer es kann. Also, ich will jetzt keinen damit ermutigen. Es ist keine Mutprobe oder so. Kein Fall. Wer gut klettern kann, sage ich mal, der kann da auch runtergehen, dann da so Picknick machen oder so. Ja, aber ganz schön rutschig. Ne? Es ist sehr, ich sag ja, wer Profi ist. Also wer wirklich gut klettern kann und Profi ist, für den ist das kein Problem. Aber für Anfänger würde ich lassen. Im Sommer ist das schön, kannst du die Decke und dann kannst du dich da hinlegen. Meine ich ja. Das ist richtig toll. Guck mal, ein Bär winkt. Der begrüßt euch.
guck mal, eine Welpin. Mhm. Gut. Guck, ein bisschen so wie Zelda. Nein, Quatsch. Nein. So, also ich würde jetzt sagen, wir haben euch jetzt größtenteils alles gezeigt, was so sehenswert ist. Also wenn ihr Lust habt, kommt einfach mal vorbei nach Köln-Dünnwald. Ihr könnt es nachgoogeln. Oder wir zwecken nach Diepesrath, Diepesrather Mühle. Da habt ihr auch sehr gute Ausflugsmöglichkeiten. Also wie gesagt, mehr begrüße ich auch nicht mehr euch zu zeigen. Nee. Aber wenn ihr mal was anderes sehen möchtet hier von Köln, meldet euch, schreibt uns an. Wir versuchen euch im Mund zu erfüllen. Also ich sage mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.